Wir sind da und guck mal, was wir anhaben. Ja, aber ich habe mich doch so hübsch umgezogen und jetzt musste ich meine Klamotten hier im Eingang abgeben. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal hier diesen Trampolinpark schaffen. Ach, ich dachte, Ninja das ist ein Park und du gehst jetzt hier spielen und ich setze mich hin und trinke einen Kaffee. Nein, das gibt's nicht. Hey Leute, was geht? Bibikani hier in Adopt-Me City, noch in der Schule. Aber ich habe gerade Schulschluss und ich habe heute was richtig Cooles vor. Außerhalb von Adopt-Me City, habe ich gehört, habe ich bei TikTok gesehen, gibt es einen Minecraft-Trampolinpark. Und da möchte ich mit Mama Danja hin. Aber einfach so in der Woche, weiß ich, Mama Danja ist da nicht so für zu begeistern. Aber zum Glück habe ich heute auch meine Englischarbeit zurückbekommen. Eine 1-. Yes, very good. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall versuche ich sie damit jetzt zu überzeugen und in den Trampolinpark mit ihr zu gehen. Okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und gucke, was sie so macht. Mama Danja! Ja. Mama Danja? Ja. Mama Danja hört mich nicht. Aber vielleicht hat sie auch gerade zu tun, ich weiß es nicht. So, und ich möchte unbedingt in diesen Minecraft-Trampolinpark. Da waren schon so viele. Und die erzählen die ganze Zeit in der Schule, wie es war. Und was soll ich sagen? Ich möchte da auch hin. Mama Danja. Ja. Bist du zu Hause? Ja. Sehr gut. Mama Danja, ich habe meine englische Arbeit zurück. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin gerade hier die Tür rein. Hallo, Manni. Ich habe meine englische Arbeit zurück. Ja, ist so schön. Und wie lief's? 1-. Was? 1-. Was? 1-. Du? Ja. Deswegen tanze ich auch. Kannst du mal sehen, ne? Zeig mir die Arbeit. Bitte? Zeig mir die Arbeit. Ja, hier, warte. Pack sie hier hin. So. Aber ich möchte mich auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Deswegen gehe ich jetzt nach oben und übe ein bisschen und räume auch mein Zimmer auf, okay? Herzlichen Glückwunsch, Babykan. Dankeschön. Okay, Leute. Erster Teil passt schon mal. Okay? So. Wo ist Rocky? Rocky, komm. Bringt eine gute Note mit nach Hause und räumt freiwillig sein Zimmer auf? So, ich bin dann in meinem Zimmer und räume ein bisschen auf und übe dann auch. Ich bin am PC, aber ich zocke nicht, okay? Ah, ist wahrscheinlich am Zocken. Ich überprüfe das mal eben. So. Ich muss jetzt wirklich üben, weil falls sie reinkommt und da ist ja auch... Siehst du, Mama Danja, ich zocke nicht. Ich gucke gerade was bei Wikipedia nach. Glück gehabt. Ich räume dann auch mein Zimmer auf, okay? Hey, Tür zu! Ich traue dem Braten nicht. So, bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay, die Bücher, das kann ja hier so liegen bleiben. Ja, ist okay. Sieht gut aus. Mama Danja? Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen geübt und auch mein Zimmer aufgeräumt. Ich gehe jetzt noch einmal kurz duschen und dann mache ich einen Mittagsschlaf, okay? Damit ich dich auch in Ruhe lassen kann. Selbstständig von alleine, ohne dass ich dich... Ja. Ja, mach mal. Ich bin immer so müde, wenn ich aufräume und übe, weißt du? Aha. Ja, mach mal, mach mal. Perfekt. Ich lasse dich in Ruhe, Mama Danja. Du kannst machen, was du willst heute. Ich bring mal eben Manni in die Schule. Ja, mach das und danach sehen wir uns bestimmt. Was will das Kind von mir? Das ist nicht, das geht nicht. Das war Teil 3 unseres Plans. Okay, und jetzt, wenn sie zurückkommt, frage ich sie. Und sie kann eigentlich nicht Nein sagen, weil ich habe all das gemacht und ich habe eine gute Note nach Hause gebracht. Ich meine, okay, es ist in der Woche, aber trotzdem muss sie mich jetzt eigentlich belohnen dafür. Also ich traue dem Braten irgendwie nicht. Da steckt doch irgendwas dahinter. Also entweder hat er was verzapft in der Schule. Ich frage gleich mal Mr. Fissi. So, jetzt warte ich ganz, ganz brav unten mit einem Tee auf sie. Hallo, Mr. Fissi. An der Tür am besten. An der Tür am besten. So, du sag mal, hat Bibikan irgendwas Schlimmes gemacht? Nicht? Heute gar nichts? Gestern? Vorgestern? Das funktioniert so nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht Bibikan. So funktioniert er doch nicht. Also vielleicht hat Babykan heute auch einfach einen total guten Tag und ich tue ihm absolut Unrecht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich kenne ihn zu gut. Da kommt noch irgendwas. Hallo, Babykan. Hallo, Mama Danja. Warum stehst du da mit einer Tasse Tee? Für dich. Oh. Bitteschön. Danke.
So, ich hol mir dann was zu essen. Ganz alleine, okay? Mama Danja, also, ich wollte dich auch ganz kurz was fragen. Also, bist du eigentlich mit deinen Sachen heute durch oder noch nicht so? Darf ich dich was fragen? Ja. Ach so, okay. Also, ich war ja heute in der Schule und ich war ja auch ziemlich fleißig und brav. Und zu Hause habe ich ja auch aufgeräumt und ich habe geübt. Also, ich habe all das gemacht, was du eigentlich von mir erwartest als Kind. Ja. Selbstständig, unabhängig. Und also ein paar Leute in der Schule haben erzählt, dass es in der Nähe von Adopt Me City einen Minecraft-Trampolin-Park gibt. Und da wollte ich fragen, können wir da bitte hin? Bitte, 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 bitte! Bitte, ach ein so, Trampolin-Park! Ach, deshalb warst du jetzt heute den ganzen Tag so nett und hast alles gemacht. Ja, ich unter anderem. Ich wusste, dass ja, aber trotzdem, okay, ich habe es gemacht. Ja, beruhigt. Dann bin ich jetzt ja wirklich beruhigt, ja. Aber ich habe es gemacht. Müssen wir, also muss das sein? Aber bitte, ich war so fleißig und ich habe auch nichts mehr zu tun und ich will auch nicht zocken. Ich will hast du die Adresse? Ein bisschen bewegen. Hast du die Adresse? Ja, natürlich habe ich die Adresse. Komm mit ins Auto, wir fahren. Yes! Aber Manni muss zu Hause bleiben. Oh, Rocky ja, muss auch zu Hause bleiben. Okay, keine Haustür erlaubt dort. Ja, so. Okay, fahren wir dann los? Ja, warte. Ich yes, Leute, wir fahren jetzt in den Minecraft-Trampolin-Park. Wir sehen uns gleich. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Leute, wir sind da und guck mal, was wir anhaben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber das ist ein Minecraft-Trampolin-Park und hier ist alles in Minecraft-Optik. Und dann müssen wir uns auch wie Steve anziehen. Ja, aber ich habe mich doch so hübsch umgezogen und jetzt musste ich meine Klamotten hier im Eingang abgeben. Ja, ja, kannst du ja gleich wiederbekommen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier diesen Trampolin-Park schaffen. Das ist so ein bisschen so Ninja Warrior. Ich dachte, das ist ein Park und du gehst jetzt hier spielen und ich setze mich hin und trinke einen Kaffee. Nein, das gibt's nicht. Okay. Das ist so Ninja Warrior im Trampolin-Park, weißt du? Okay. Also ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht für dich. Hallo, was willst du damit jetzt sagen? Oh, guck mal, hier sind auch Pyramiden. Oh, die haben wir ja auch noch nicht gesehen. Oh, aber guck die mal. Mama Danja, wir müssen jetzt hier durch. Das ups. Ist ein Portal. Wir fallen nicht in den Sand, Babykahn. Ich bin nicht in den Sand gefallen. Du das bist ist, in den Sand gefallen. Treibsand. Also, ja, ich kann uns nicht auseinanderhalten, okay? Wir sehen leider ganz genau gleich aus. Ja, alle haben das gleiche Kostüm an. Das ist das Steve-Kostüm. So, okay. Einmal hier oh. durch. Ist das sicher? Eigentlich schon. Okay. So, jetzt müssen wir hier über diesen riesigen Kuchen. Wow. Oh, sehr gut, Mama Danja. Ich mag Kuchen. Huch. Oh, bin ich irgendwo rein. Oh, kann ich auch hier lang? Oh. Oh, ist aber knapp hier. Nein! Babykahn! Ah nee, das ist alles hier alles gut. sicher, oder? Das ist hier doch ja, alles. Ja, hier passiert nichts. Das ist ein Trampolinpark. Ja, ich weiß doch nicht. Nein! Das sieht schon dramatisch aus, wenn du da runterfällst. Soll ich schon mal weitergehen sein. Oder soll ich auf dich warten? Ja, mach was du willst. Babykahn. Huch. Ach, das sind Kakteen. Mann. Ja, ich glaube, die darfst du nicht berühren. Ja, die müssen auf dem Sand bleiben. Auch. Ist auch total logisch, dass nein. ich dich nicht berühren sollte, aber naja. Nein! Was denn? Ich berühre die ganze Zeit. Dann musst du damit aufhören. Also ich weiß, das ist so ein total doofer Hinweis, aber du solltest damit aufhören. Oh ja, Mama Danja, ich bin hier, um Spaß zu haben. Okay. Guck mal, das ist Lava. Aber der Boden auch, ist Lava. Ich finde es hier sehr hübsch, Babykahn. Das hast du schön ausgesucht. Ja, ich weiß. Haben mir die Leute in der Schule erzählt. Da haben sie endlich mal was Jutet erzählt. Ja. Und weißt du was? Der Mobber war wohl hier noch nicht. Also kann ich ihm erzählen, weißt du was? Ich war vor dir hier. Nee, mach das bitte nicht. Ihr habt euch doch gerade erst wieder irgendwie so... Oh doch, ich werde ihm das sagen. Ja, und dann fährt er halt morgen auch hier hin und dann? Ja und? Ich war als erstes da. Willst du das auch irgendwo dran schreiben? Baby Kahn war hier. Wenn das geht... Oh Mann, ich liebe diesen Trampolinpark. Ja, ich finde den auch. Und jetzt gibt es hier Minecraft-Türen. Das sind blöde Türen, die gehen irgendwie nicht auf. Also in dem Fall ist es gut, aber... Dafür sind sie auch nicht da. Okay. Oh, guck mal, hier sind noch andere Steves. Noch mehr Steves?
Also und wirklich, die hätten sich ja aber schon mal überlegen können, ob sie vielleicht doch ein anderes, noch ein paar andere Anzüge verteilen. Ja gut, aber vielleicht sind die schwer in der Herstellung oder so. Hm, kann sein. Wo bist du denn, Mama Danja? Da hinten. Hier. Ein Drache! Wow. Das war aber schwer jetzt. Huch. Ja. Kannst du mal aufhören, dich über mich lustig zu machen? Ich bin halt schon ein bisschen älter. Guck mal, es schneit! Wie haben die das denn hinbekommen? Bei mir schneit's nicht. Und mit dem Wasser? Ich bin hier irgendwie, ich häng hier so fest. Oh, ich kann gar nicht sehen! Das ist jetzt ja aber total schwierig hier. Wie soll ich das denn schaffen? Mama Danja, wir sind hier, um Spaß zu haben. Ja, ich will auch Spaß haben, aber ich will das auch schaffen, okay? Dann versuch's okay, mal. Geschafft. Ich hab's geschafft. Alles gut. Keine Panik. Oh, guck keine mal. Panik. Mama Danja schafft das. Dorfbewohner sind auch hier. So. Weißt du, ich will doch dann, wir müssen ja dann auch wieder zusammen zurückfahren. Es wäre ja total peinlich, wenn die mich hier irgendwo in der Mitte in diesem Trampolinpark einsammeln. Ja, stimmt. Und die schließen. Ja. Und du musst dann alleine fahren. Das stimmt. Nein! Wieso? Was denn jetzt? Nichts, ich bin bei diesem Baumstamm und das ist gar nicht so einfach hier, sage ich dir. Oh, ich sehe gerade gar nichts mehr hier. Wasserfall. Nee. So. So, ich bin schon bei Nummer 24. Okay. Ich bin bei Nummer 19. Oh, guck mal, das ist Glas. Ich glaube, wir sind angekommen bei den Zombies. Wupp, wupp. Oh, oh, Speedrun. So. Oh, da bin ich noch nicht. Willst du nicht Speed auf mich warten? Warum wartest du denn nicht auf mich? Okay, Mama Danja, ich warte bei 27 auf dich. Los jetzt. Huch. Wir sind kurz vor der Wüste. Hier ist auch ein Eisengolem, glaube ich. Der schützt uns eigentlich, damit nichts passiert. Aber gut, das ist ja nichts Echtes. Ne? Das ist hier ein Trampolinpark. Also. Huch, ach so, die Baumstämme sind gar nicht alle echt? Ja. Ah, da musst du vorsichtig sein. Huch, oh, jetzt bin ich schon wieder. Huch! So. Ah ja, da habe ich dann doch einen Weg gefunden, wie es relativ einfach funktioniert. So. So. Oh! Huch! Okay. Speedrun. Wo war das so? Bei 27, sagtest du. Also hier. Ja, Mama Danja. Oh. Wenn ich das schaffe. Ich sehe die ganze Zeit deine Anzüge hier. Hallo. Jetzt komm. Ui, das ist ja eine Wüste. Ach so, man darf das nicht berühren. Hä? Ich hab das doch gar nicht berührt. Hä? Also jetzt verstehe ich es ja auch nicht mehr. Oh, jetzt müssen wir das richtige Portal wählen. Hä? Baby Khan? Was? Warum? Hä? Du musst da durchlaufen, du darfst nichts berühren. Ja, hab ich doch auch nicht. Ja, hast du anscheinend nicht! Jetzt mach! Ich guck, welches Portal das richtige ist. Wähle nicht das falsche Portal. Und gibt's natürlich verschiedene wähle Farben? Ich immer das falsche Portal. Nein. Also Mitte und links ist es nichts und rechts auch nicht. Es ist ganz rechts, Mama Danja. Okay, wenn du das sagst. Okay, und jetzt? Oh, hier geht's ja immer noch weiter. Also ich muss schon sagen, die haben sich ganz schön viel Mühe gegeben für diesen Trampolinpark. Ist wirklich hübsch. Ja, ich weiß. Also erst musst du über die Melonen. Aha. Und dann? Danach Kürbisse in der Mitte. Ja. Nichts ja. Machen. Hab ich doch. Ich bin noch hinter dir. Also was Na, ist das denn hier? Geht's? Mama Danja, es geht immer. Okay, ich frag ja nur, du hast komische Geräusche von dir gegeben. Also das nächste Mal gehst du mit deinen Schulfreunden. Oh! Das macht zwar echt schon Spaß und so, aber das ist ja nichts für meine alten Knochen. Es ist ganz links. Ja, habe ich. Und jetzt? Nicht rechts. Mitte danach. Leute, würdet ihr auch mal gerne in so einen Minecraft-Trampolin-Park gehen? Also, falls ihr in diesen Trampolinpark wollt, ist unten in der Infobox verlinkt. Eieieiei. Also, ich kann diesen Trampolinpark nur sehr empfehlen. Außer ihr seid schon so alt wie ich. Oh, riesige Creeper. Ah. Oh, das ist schwer. Ui.
Hä? Oh, die sehen aber gefährlich aus, Babykan. Ich hab's geschafft. Oh, es schneit. Schon wieder? Ja. Achso, ich muss ich diesmal hier drauf. Das funktioniert schneit. Nicht. Schneit. Ist das schön. Das funktioniert nicht. Doch, aber dann, es funktioniert. Doch, okay, ja, es funktioniert. Ich sehe es hier ein. Okay, funktioniert. Huch, aber ich sehe überhaupt nicht immer. Was? Warum schreist du so? Hey, ich bin zu dick, Babykan. Ja, das wusste ich auch schon vorher. Ich krieg's nicht hin. Was lachst du? Ich krieg's nicht hin. So, ich hab's hinbekommen. Das ist cool, es schneit die ganze Zeit bei mir. Ich liebe das, ich liebe Schnee. Oh, guck mal ein. Super XXL, Steve. Wow. Hallöchen. Okay, ich versuch's jetzt nochmal, Babykan, aber irgendwie kriege ich das hier nicht hin. Ich schau mal hier jemand anderem dabei zu. Ach, ich muss da oben drüber. Ach so. Ich dachte, ich muss da zwischendran vorbei. Das ist natürlich blöd. Oh, das ist jetzt schwierig, Leute. Hier ist so viel Lava. So. Oh! Hey! Hey! Oh Mann, ey. Und wo jetzt? Mann! Das gibt's doch nicht. Das war ja wieder so klar. Wo bist du denn, Babykan? Ach, du bist schon so weit. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Mann. Ach, ich glaub, ich hab's geschafft. Ja! Oh, du musst aber warten, ne? Ich hab die Autoschlüssel. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich will noch nicht aus dem Trampolinpark raus. Ich mache jetzt erstmal diesen Ninja Warrior Parcours. Ach so. Machst du dann noch eine Runde? Vielleicht. So. Eieieiei. So. Ach Gottchen, was ist denn das? Oh, puh. Eieiei. Gut, ist ja alles schön abgepolstert. So. Ups. So. So. Hab ich auch. Ich bin gleich schon. Also, ich habe gleich den Parcours geschafft hier im Trampolinpark. Also, ich muss sagen, ich habe hier manchmal nur so ein bisschen Probleme mit der Sicht, weißt du? Mit der Ansicht. Schneit es bei dir? Ja, bei mir schneit es. Schön, ne? Ja, und hier ist irgendwie Schnee zwischen der Lava. Das kann ja sein. Das ist ein Trampolinpark, das ist ja nicht echt. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass das nicht sein kann. Ich habe das nur gesagt, dass es so ist. Oh, warum schaffe ich das denn nicht? Das schaffst du denn nicht, Babykan. Ich glaube an dich, du kannst das. Ja, das hilft mir jetzt aber gerade nicht weiter, Mama Danja. Ja, was würde dir denn weiterhelfen? Wenn ich hier... Oh, da kommt man nicht weiter! Das ist ja blöd. Wo kommt man nicht weiter? Mama Danja! Ja? Ich rede mit mir selbst. Es tut mir leid. Ich höre dich aber trotzdem. So groß ist der Park dann nur auch wieder nicht. So. Kannst du mal einen Mitarbeiter rufen? Für wo? Für 49? Oh, warte doch. Ich habe es geschafft. Hupsi. So. Ja! So. Wie weit geht's hier denn eigentlich? Bis 50. Bis 50? Das ist aber ganz schön weit. Wuhu, ich habe den Parcours geschafft. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Dann hast du ja heute einen richtig erfolgreichen Tag gehabt. Ja, erst die 1- in Englisch. Dann habe ich zu Hause aufgeräumt, ich habe geübt. Ich habe dir einen Tee gemacht. Und dann war ich hier im Minecraft Trampolinpark. Wie gesagt, ihr könnt das in der Infobox auch machen. Dann könnt ihr auch diesen Parcours hier machen im Trampolinpark, okay? So, ich warte jetzt noch auf Mama Danja. Ja, die brauche mal ein bisschen. Ja. Ein bisschen ist gut. Ach, Mama Danja, jetzt mach schon. Du kennst mich doch, ich bin alt. Boah, Mama Danja! Naja, dieser Anzug ist ein bisschen schwer. Mama Danja, ich gebe dir noch 2 Minuten. Wenn du das nicht schaffst, dann rufe ich einen Mitarbeiter und der holt dich von da ab.
Ach nee, weißt du, wie peinlich das ist, Baby Karl. Ja, aber du schaffst es ja nicht. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Was hast du denn noch vor? Ja, also eigentlich nichts, aber trotzdem, ich warte hier nicht so gerne. Ich möchte den Trampolinpark noch weiter erkunden. Ja, ich bin gleich da. Jetzt mach schon. Ja, ich beeil mich doch. Hast du immer einen Stress, musst du machen. Ich dachte, wir haben hier einfach Spaß. Nep, nep. Hä, das geht doch gar nicht mehr so. Doch, das geht. Okay, es geht doch nicht. Gleich hast du es geschafft, Mama Danja. Was? Gleich hast du es geschafft. Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch. Hi, Happen. Also ich muss sagen, diese rotierenden Stäbchen hier, die sind schon wirklich schwierig. Diese Poolnudeln. Mhm. So. Oh, hier, da hast du doch gesagt, dass das gar nicht funktioniert. Bei dem 49. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig. So. Eieiei. Okay, und warum ist das schwierig? Das ist aber ganz schön weit. Oh. Das ist aber sehr weit, Babykan. Kannst du so weit springen mit deinen kleinen Beinen? Ja, es war ein bisschen schwierig, aber ich habe es geschafft. Okay. Ja, dann muss ich das ja jetzt auch hinkriegen, ne? Vielleicht. Eigentlich schon. Sind die letzten dann alle so weit auseinander? Nein, eigentlich nicht. Okay. Also nur das da, wo du gerade stehst. Siehst du musst halt schon? Wirklich spät, spät abspringen. Ja. Upp! Wirklich spät musst du abspringen. Guck, aber ich zeig's dir jetzt. Doch. Ich hoffe, jetzt klappt's. Siehst du? Ja. Sehr gut. Nein! Oh, Mama Danja, ich rufe jetzt gleich einen Mitarbeiter. So, du hast doch eine Chance, oder ich rufe einen Mitarbeiter. Ach, jetzt stress mich nicht so. Doch. Wo bist du denn hin? Du Mama Danja, ich möchte aus diesem Parcours jetzt raus. Ich hab's ja geschafft. Ich möchte jetzt weiter zum Trampolinpark. Also ja, noch weiter. So, sehr gut. Gut. Ich hab's ja verstanden. Immer spät abspringen. So. So. Und Mama jetzt noch Danja, hier einmal. Hat es. Ach, aber das geht hier dann, oder was? Ja. Ja. Gut. So. Boah, danach brauche ich erstmal eine sehr lang ausgedehnte. Können wir uns eine Pommes holen und was zu trinken? Ja, bin ich absolut Leute, dafür. Das war's hier im Trampolinpark von Minecraft in der Nähe von Adopt Me City. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir essen jetzt erstmal was. Und wie gesagt, ihr könnt das auch hier machen. Ne, ihr könnt das auch besuchen. Einfach hier in die Beschreibung schauen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hey Leute! Was geht? Bibikan hier mit Mama Danja, hallo! Mama Danja, guck, ich hab dir versprochen, das ist ein richtig cooler Trampolinpark. Das war früher ein Kino, jetzt ist das so ein Zombie-Trampolinpark geworden. Zombies? Ja, das sind keine echten Zombies, aber ist das nicht cool hier? Guck mal, also der alte Kinobesitzer braucht unsere Hilfe. Und was müssen wir machen für den? Ja, wir müssen hier aus dem Trampolinpark raus. Alles also er hat wieder so ein Parcours hier eingebaut, aber in so einem, also vielleicht war das vorher ein Film und die Zombies sind jetzt, weißt du, so Wirklichkeit geworden. Ja, dann komm doch jetzt mal. Ja, nicht so schnell, ich will mir den Trampolinpark auch anschauen. Sieht schön aus. Sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und wenn du hinfällst, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das tut gar nicht weh. Bist du dir sicher? Bist du schon mal hingefallen? Ja. Okay. Okay, das klingt hier aber nach einer sehr ernst gemeinten Warnung, muss ich sagen. Ja, es soll auch echt wirken, Mama Danja. Also bitte. Boah, sieht das cool aus. Vorsicht. Tut wirklich nicht weh. Mama Danja, darf ich mir vielleicht auch Popcorn hier von den Zombies kaufen? Nein. Wieso denn nicht? Das ist bestimmt total überteuert. Außerdem weißt du doch gar nicht, was da drin ist in dem Popcorn. Ist doch zu Hause dann in der Doktor. Oh, guck mal. Zu Hause Popcorn. Ist das ein echter Boden? Hm? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin da, wo der Boden fehlt. Da bin ich doch noch nicht. Doch, du bist vor mir. Ach so. Aber Daniel, du bist das erste Mal vor mir. Und das passt ganz gut, weil du bist ja auch schon fast so alt wie ein Zombie. Dankeschön. Bitte schön. Sind das Mitarbeiter? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, weil wenn die echt sind. Gefragt. So, Mama Danja, du weißt, du darfst eigentlich nicht aufs Männerklo, ne?
Das ist nicht nur ein Männerklo. Hast du mal auf das Schildchen geguckt? Ach so, stimmt. Du hast recht. Entschuldigung. Okay, was müssen wir hier drücken? Knöpfe. Ich bin immer noch vor dir. Aber wir müssen wir nicht... Wir müssen doch hier durch, Mama Danja. Wo müssen wir durch? Durch den Lüftungsschacht. Ja, das stimmt. Du bist ganz... Upsi. Oh! Warum tut das immer hier so weh im Trampolinpark? Das gibt eine Anzeige. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Au! Bibi, du musst mal ein bisschen aufpassen. Ja, Mama Danja, du könntest auch auf mich aufpassen. Du bist die Mama. Jetzt komm, du wolltest doch hier hin, jetzt tu mal nicht so. Ja, ich weiß, weil es sind immer noch Ferien. Ferien. Oh, wo müssen wir... Wie lange hast du eigentlich noch Ferien, Bibi? Noch eine Woche. Und ihr Leute, wie sieht's bei euch aus? Alles klar, hier ist ein riesengroßer Ventilator. Also ich muss sagen, das ist ein sehr angsteinflößendes Kino. Ich frage mich gerade, was das... Also, das ist ein Trampolinpark, so hallo? Trampolinpark-Kino. Ja. Ja gut, hier sind auch Zombies. Also Zombies haben die Geschäftsführung hier übernommen. Ja, ist irgendwie... Boah, ist das cool! Aber sehr schön. Oh, guck mal, wie hübsch das hier aussieht. Ja, ich weiß. Also ich muss auch sagen, in letzter Zeit, die ganzen Trampolinparks, die wir besuchen, sind ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Also können wir ruhig öfter mal machen, in den Trampolinpark fahren. Wart ihr schon im Trampolinpark? Also in dem hier? Speziell? Mama Danja, bist du vor mir? Eieiei, also diese Mitarbeiter hier sind aber wirklich... Eieiei. Wie kann es sein, dass Mama Danja vor mir ist? Weiß ich auch nicht. Vielleicht bist du einfach ein bisschen langsam, Babykahn. Oh, guck mal! Tote Zombies. Hallo. Eieiei. Ich glaube, das sind so... die haben die so aufgestellt. Hallöchen. Ich weiß es gar nicht genau. Oh, das sieht richtig cool aus, dieser Parcours. Ich liebe so Parcours in Trampolinparks. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich bin sehr, sehr begeistert. Hast du denn keine Angst? Nee, das sind doch nur Mitarbeiter, oder? Ich glaube. Also, da stand jetzt nicht ganz genau drin. Ich hoffe es. Du hast doch gesagt, es sind nur Mitarbeiter. Eine Rutsche ist auch dabei. Ich hoffe, es sind nur Mitarbeiter. Wenn es nicht nur Mitarbeiter sind, dann haben wir hier... Boah, guck mal, die ganzen Filme. Es gibt Sonic eigentlich, SpongeBob. Eigentlich, aber ich glaube, hier läuft kein Film mehr. Ich glaube auch, die Unglaublichen. Und findet Dory. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Die haben sogar Laser hier. Ist das cool? Und wir haben es schon hier geschafft. So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auch mal im Kino? Boah, guck mal. Bist du auch gerade im Riesenkino? Nee, noch nicht. Ich bin kurz gestorben. Hier bin ich. Boah, guck mal, ich werde jetzt ins Kino reingezogen. Ich glaube, wir werden jetzt reingezogen. Ja, Mama Danja. Ja! Wir sind in einem Film jetzt. Ist das cool? Wir müssen die Wand da kaputt machen. Okay, ich habe die Wand kaputt gemacht. Gut, Mama Danja. Okay, alles klar. Wand kaputt gemacht. Welcher Film ist das denn? Hm? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist James Bond oder so. Ich gar nicht. Meinst du? Könnte sein. Ich wollte schon immer mal James Bond sein. Ich fand ihn ja schon immer toll. Ja, ich glaube schon. Oder vielleicht ist es auch... Boah, doch, das könnte James Bond aber sein. Du bist dann schon eher Baby Bond. Oder? Ja, wahrscheinlich. Oioioi. Aber dann ja, sei vorsichtig. Bin ich doch. Aber das ist ja alles ein bisschen crazy, muss ich sagen. Aber boah, diese Schauspieler, ne? Die sind so gut. Ja, richtig gute Zombie-Schauspieler. Wir müssen da durch! Durch das Portal! Ei, Karamba. Ah, jetzt sind wir wieder im Kinosaal. Ja, sehr gut. Wir sind wieder aus dem Film raus. Das war jetzt gerade gar nicht... Boah, Mama Danja, guck mal, hallo! Hm? Guck dir das mal an. Nicht zum Verzehr geeignet. Ich will mir das gar nicht zu lange angucken, muss ich sagen. Ja, aber das ist doch nicht zum Verzehr geeignet. Ja, deshalb sollst du das nicht essen. Isst du das gerade? Nimm es aus dem Mund! Nein! Oh, das waren Zombies. Oh, guck mal, hier sind die ganzen Filmrollen ausgelöst. Cool. Sind die wirklich so groß in echt? Weiß ich gar nicht. Warst du schon mal in einem Kino? Natürlich war ich schon mal in einem Kino. In einem echten Kino. Ja.
Bist du dir sicher? Und du bist nicht eingebrochen? Ja. Und dort habe ich mir für eine Dory angeguckt. Wie alt warst du da? 75. Das stimmt gar nicht. Du bist jetzt schon 105. Ja, der Film ist schon eine Weile alt. Nein. Doch. Wohl. Ha, 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 ha. Hör auf, mich auszulachen. Ha, 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 ha. Guck mal, hier ist ganz... Hör auf, mich auszulachen. Sei vorsichtig, der Boden ist Lava. Sei du mal lieber vorsichtig. Vorsichtig. Bist du auch gerade gestorben? Ja, wegen dir. Ups. Ups. Madania, das war deine Schuld. Das ist dir schon klar, oder? Das war überhaupt nicht meine Schuld. Ich kann doch nicht dafür, dass du da reinfällst. Oh doch. Okay, wir müssen jetzt hier raus. Wie? Wollen wir jetzt schon aus dem Trampolinpark raus, oder was? Ich will aber gleich nochmal rein. Schon? Ging aber schnell. Geh jetzt nochmal rein. Du willst es nochmal machen? Aua! Hey, was sind das für Autos? Ich glaube, diese Autos tun dir nicht so gut. Das glaube ich auch. Meine Vermutung. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's auch geschafft. Mama, Daniel, können wir nicht direkt noch in einen... Ich hab's vor dir geschafft! Ich hab's vor dir geschafft. Können wir vielleicht nicht gerade noch in einen Trampolinpark, bitte? So, können wir hier vorne noch? Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, gut. Wenn du unbedingt willst, dann... Kinder! Oh, wir sind... Warst du hier schon mal bei diesem Friseur-Trampolinpark? Nein. Okay. Aber bitte lass dir von dem nicht die Haare schneiden. Oh ja? Nein, also die Frisur gefällt mir gar nicht. Ei, Karamba. Ei, 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 aber ich glaube, das ist, ich glaube, das gehört auch dem Typen. Ich glaube, das gehört diesem Wolf Gaming. Ja, ich glaube auch raus hier bitte, ja? Aber auch okay, schöner Trampolinpark, Leute. Guck mal, das sind Kämme. Oh. Vor Kämmen hast du ja sowieso. Guck mal, Angst, Rapunzel. Ne? Oi. Was sind hier mit Rapunzel Zahn passiert? Mama Daniel, ich hab dich gefunden! Guck mal! Wow, Baby Kahn. Wow, einfach nur wow. Ja, aber bist du das nicht? Nein. Okay, die Haarfarbe kannst vielleicht. Kannst du dir mal die Haarfarbe und kannst du auch mal... Hallo? Also du hast auch... Das ist ganz schön frech. Du hast auch so viel... Ich geh mit dir nicht mehr, in den Trampolinpark, wenn Ach, du jetzt... Ach, bitte! Hier... Nein, ja, gut, wenn du mich dann die ganze Zeit beleidigst. Du verstehst ja gar keinen Spaß. Oh, guck mal, hast du nicht auch so ein Glätteisen? Ein was? Ein was? Ein Glatteisen. Ein Glätteisen? Ja. Nee, sowas habe ich nicht. Der Haarglätter ist brennend heiß. Okay. Latsch da bitte nicht drauf, Baby. Och nein, müssen wir jetzt... Guck mal, wir müssen die richtigen Haare jetzt suchen. Oh. Welche hast du schon ausprobiert? Mitte. Und? War falsch. Okay. Es ist links. Gut. Jetzt? Wahrscheinlich rechts. Mhm. Danach Mitte und vielleicht nochmal links. Nein! Ich glaube, du musst danach in der Mitte bleiben. Rechts, Mitte, oh. Runtergeplumpst. Sorry, ich konnte es gerade nicht testen, Babykan, ich bin runtergefallen. Ich bleib mal in der Mitte. Ja, ist richtig. Auch das letzte ist die Mitte. Okay. Also dieser Trampolinpark ist schon ein bisschen anders. Der ist tatsächlich etwas anders, aber auch cool. Also der passt natürlich thematisch sehr gut. Ich weiß nur immer nicht, wenn ich mir vorher keine Rezensionen im Internet durchgelesen habe, wie gut der so geeignet ist. So. Oh, schon wieder ein Labyrinth. Das kenne ich von dem anderen Trampolinpark. Runtergefallen. So. Vorsichtig. Ja, ich versuch's. So, ich habe schon den Ausgang. Was denn, du bist schon raus? Also ich bin jetzt aus dem Labyrinth schon raus. Okay, hier muss ich die ganze Zeit auf... Hier springen. Spring! Ich finde das alles immer ein bisschen weird. Wieso? Mit diesen Labyrinthen finde ich das immer Ja, okay, weird. Das ist ein bisschen übertrieben immer, aber ist okay. Ist halt die Abwechslung. Was ist denn, wenn man nicht da rauskommt? Tja, dann bleibst du für immer in diesem Trampolinpark. Ach komm, so schlimm ist das nicht. Ist es auch nicht, aber... Ah, das ist ja voll schwer! Nein, ist es nicht. Ich bin mit meiner Frisur eigentlich ganz zufrieden. Also ich glaube, ich lasse mir hier nicht die Haare schneiden im Trampolinpark. Du lässt dir hier die Haare schneiden. Nein, hey, mache ich nicht. Baby kann, dann kannst du auch nie wieder in die Schule gehen, wenn du dir die Haare schneiden lässt. Okay, und jetzt hier runter.
wo bist du denn eigentlich? Ich bin schon in einem Aufzug. Ach, du bist ja schon so weit. Ja, ich kann nicht auf dich warten, Mama Danja. Tut mir leid. Warum? Würdet ihr auf Mama Danja warten? Du hast auch nicht auf mich gewartet. Du warst ja auch immer nur eine Stage hinter mir. Ja, trotzdem. Ich warte am Ziel auf dich, wenn wir aus dem Trampolinpark raus sind und nach Hause fahren. Na gut. Aber du fährst nicht alleine. Du weißt, außerhalb von der Adopt Me City... Ich weiß. Du bist ja nur eine Adopt Me City Bürgermeisterin. Richtig. Und nicht woanders. Och Mensch, dieser Kopf hier, der lässt mich nicht auf ihn landen. Das ist doch fürchterlich. Oh, Danja, kannst du jetzt auch mal Spaß haben? Nee. Das ist verboten für Erwachsene, weißt du doch. Ja gut, aber du bist halt mit Baby Khan unterwegs. Und Baby Khan hat immer Spaß. Ich hab immer Spaß, sage ich euch. Sei denn, Mama Danja macht wieder alles kaputt. So. Noch ein Aufzug. Mach doch gar nichts kaputt. Ich bin doch nicht mal bei dir in der Nähe. Oh, das ist aber cool. Was ist eigentlich mit deiner Frisur los? Also, ist auch ziemlich cool, aber... Mit meiner? Nein, von dem Typen hier. Ich glaube, das ist der Haarschnitt von dem, weil alle haben diesen Haarschnitt. Was denn für ein Haarschnitt? Ja, ein ziemlich komischen. Aber ist okay. Dann passt du ja total gut dahin. Nein! Wieso? Was denn? Nichts, mich hat's gerade erwischt. Ach. Oh, ich bin ja gerade in so einer Mine. Uiuiui. Da war ich schon. Ja. Oh, ich bin schon raus. Der arme Typ, ey. Der arme Typ mit der Frisur, ne? Das tut mir so leid. So. So. Also ich frag mich immer, wo die das ganze Geld... Ich frag mich immer, wo die das ganze Geld her haben für so einen Trampolinpark. Naja, wenn so Leute wie wir hierher kommen und Eintritt bezahlen. Das stimmt. Aber ich weiß, das sieht schon alles sehr hochwertig aus. Das stimmt. Muss man schon ganz klar sagen. Was ist das? Oh, das ist Rasierschaum, glaube ich. Oh, cool. Eine Mama Dani, hier gibt's so eine richtig lange Rutsche. Oh, ich will auch rutschen. Wo rutscht man denn dahin? Also ich glaube, dann kommt man aus dem Trampolinpark raus. Ach so. Wuhu! Ja, und jetzt? Okay. Ich darf die Stühle nicht berühren. Ich gebe mir Mühe. Mama Danja, vorsichtig, schrei nicht so rum, du bist peinlich. Okay. So, Mama Danja, ich bin raus. Ich warte dann vor dem Trampolinpark auf dich, okay? Und wie weit ist es denn noch? Oh, noch 8 Level, das ist aber noch ganz schön weit. Also so viel ist das nicht. Nicht? Nö. Boah, jetzt kann ich richtig hoch springen. Guck mal. Wo bist du? Bist du da? Ich will auch hoch springen. Wuhu! Wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja. Hä? Oh, mich hat's wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja, Mama Danja, ich bin schon am Ziel. Das heißt, ich kann dann überall hin im Trampolinpark. Upsi. Echt jetzt? Mhm. Also ich mag hier diese Abgassachen nicht. Das stinkt immer so. So, jetzt noch weiter, sehr schön. Nicht vergessen, den Checkpoint hier noch erst mitzunehmen. Ja, ich muss hier erst mal zuhören, was der mir zu sagen hat. Okay. Das sieht doch so aus, als dürfte ich nicht auf diese blauen Stellen. Genau. So sieht mir das doch aus. So, jo. Ich bin schon ein richtiger Trampolinparkmeister geworden. Das geht. Hallo? Ich bin halt ein bisschen alt, okay? Nach zwei Trampolinparks. Für eine Mama machst du das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Oder? Finde ich auch. Also so zwei Trampolinparks hintereinander, das geht schon ganz schön die Pumpe. Ja. So. Huch! Uiuiuiui, was ist denn das hier? Das sind ja so Trimmer. Barttrimmer. Baby Khan. Ich weiß. Ach Gottchen. Wie kommt man denn hier durch? Wie soll denn das gehen? Musst du springen. Musst du immer durchspringen. Ich kann doch gar nicht springen. Ach Mama Danja, ich will nach Hause jetzt langsam. Ich hab Hunger. Ich will zu McDonald's. Ja, du wolltest ja unbedingt noch in einen Freizeitpark. Trampolinpark. Musst du denn auch damit leben?
Trampolinpark, Entschuldigung. Ich bin verwirrt, weißt du doch. So, und wie weit ist es jetzt noch? Noch 3 Level. Das schaffst du. Jetzt muss ich die Haare hochklettern. Das ist ja wie bei Rapunzel. Jetzt bin ich der Prinz bei Rapunzel. Okay, alles klar. Ach, ist das die Rutsche? Woohoo! Oh, die war aber schön. Die war aber hübsch. Jetzt liege ich hier irgendwie in so... Was ist das hier? Okay. Ach ja, hier sind jetzt wieder so Frisurenköpfe. Aha. Aber was das ist, was meinst du, was das hier auf dem Boden ist? Vielleicht Haarfarbe? Oder so Silbershampoo? Das kann sein. Und Mama Dani hat's auch geschafft. Oh, ich hab's auch geschafft. Leute. Sehr gut. Wir waren heute in 2 Trampolinparks und jetzt geht es wieder nach Adopt Me City, aber vorher noch McDonald's, oder? Wir haben McDonald's zu Hause. Och nö! Das war ein Witz. Dieses alte Toastbrot. So Leute, macht's gut, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hey Leute, was geht? Baby Khan hier in Adopt Me City, aber auch nicht mehr lange, weil... Leute, ich hab was vor. Ihr dürft Mama Dani ja bitte nichts sagen. Bitte. Ihr müsst es mir versprechen. Okay, das ist jetzt versprochen. Also dürft ihr es nicht mehr sagen. Also, Leute, ich habe von Baby René und Baby Claudio und Moritz gehört, dass es einen richtig coolen Trampolinpark kurz, also hinter Adopt Me City gibt. Da kommt man wohl auch mit dem Schulbus hin. Und die haben jetzt keine Zeit, warum auch immer, aber sie meinten, das sei der coolste Trampolinpark, den sie jemals wirklich gesehen haben. Und ich weiß, dass Mama Danja mir das jetzt nicht erlauben wird, ne, weil sie selber keine Zeit hat. Aber sie muss es ja auch nicht wissen, okay? Wir werden jetzt kurz aus dem Haus gehen und sie ist heute eigentlich auch ein bisschen unterwegs. Das heißt, wenn ich früh genug wieder zu Hause bin, dann merkt sie vielleicht auch gar nichts. Okay? Weil ich möchte diesen coolen Trampolinpark natürlich auch sehen und... Hey, hast du Mama Danja gesehen? Also ich glaube, die Leute stehen vor Mama Danjas Haus. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Leute, dann gehe ich jetzt in den Trampolinpark und wir werden viel Spaß haben. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Okay, also der Trampolinpark ist ziemlich voll, aber... Also... Ich sehe, dass das ein... Among Us Trampolinpark ist, aber das sind ja gar keine Among Us Hindernisse. Ich dachte, ich wäre jetzt vielleicht hier bei Admin oder auch ich muss so Aufgaben vielleicht mal machen oder über Aufgaben springen. Also, es tut mir leid, aber so ein Trampolinpark, den gibt es fast überall. Ich weiß jetzt, warum auch Baby René und Baby Claudio und Moritz nicht mitgekommen sind. Die schauen sich das jetzt wahrscheinlich an und lachen so richtig. Ha? Die lachen wahrscheinlich so richtig. Ich meine, der Trampolinpark ist ziemlich voll, aber er ist auch nicht schlecht, er ist cool, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet für einen Among Us Trampolinpark. Leute, ihr müsst mir jetzt mal in die Kommentare bitte schreiben, wie kann ich das Baby René, Baby Claudio und Moritz heimzahlen? Also wo soll ich die denn hinschicken? Oder vielleicht so ein Prank wäre doch ziemlich cool. Weil ich kenne das alles, also... Ich glaube, das war früher auch der Fortnite-Trampolinpark. Ich glaube, die haben einfach nur die Tapete ausgetauscht. Och, super. Ja, wow, danke. Ich meine, ich bin immer gerne in diesem Trampolinpark, aber ich kenne den. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich meine, zumindest sehr cool sind hier die ganzen riesigen XXL Among Us-Figuren. Aber ich glaube, das waren noch früher Fortnite-Figuren. Wo muss ich denn jetzt hier drauf? Hallo! Ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Ja gut, vielleicht ist das auch meine Strafe dafür, dass ich Mama Danja nicht Bescheid gegeben habe. Also ihr solltet euren Eltern immer Bescheid geben. Nicht so wie ich. Ihr seht es hier selber. Ich krieg jetzt meine Strafe. Ich bin in einem Trampolinpark, den ich mir ganz anders vorgestellt habe. Okay, er ist nicht schlecht. Wirklich, er ist nicht schlecht. Und ich werde diesen Trampolinpark auch, diesen Parcours in diesem Trampolinpark locker schaffen. Aber trotzdem, damit habe ich nicht gerechnet. Ganz schlimm, Leute. Ganz, ganz schlimm.
Dann kann ich euch ja zumindest erzählen, was ich sonst so vorhabe. Also wenn wir jetzt schon mal die Zeit haben und nicht so über diesen Trampolinpark reden müssen. Also er ist ziemlich cool, versteht mich nicht falsch, aber nun gut. Leute, ich habe euch ja gesagt, ich möchte mein Haus noch ein bisschen aufräumen und umräumen. Und das wird ein Projekt für das neue Jahr. Ihr könnt jetzt in die Kommentare hier am besten schreiben. Also, wie soll denn das erste Geschoss aussehen, also die erste Ebene? Ich habe ja gesagt, das soll so ein Gaming-Room werden oder eine Gaming-Wohnung. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was da auf jeden Fall rein muss. Also eine PlayStation 5 muss da auf jeden Fall rein und so ein schöner großer Fernseher. Und was noch? Schreibt es mal bitte rein. Und oben auch für das Penthouse. Also da habe ich mir vorgestellt, dass ich das so richtig luxuriös mache und ein bisschen Geld von Mama Danja einfach nehme. Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube auch nicht. Und das habe ich so ein bisschen vor. Also jetzt, wo ich länger in diesem Trampolinpark bin, muss ich sagen, der hat einen coolen Flow. Ich komme hier schön durch. Also ich glaube auch, der Trampolinpark wurde insgesamt ein bisschen rund erneuert. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Es funktioniert alles, das federt alles sehr schön. Nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht. So. Aber ich muss schon sagen, der Trampolinpark ist nicht schlecht und jetzt... Oh, hier gibt es so einen Trick, aber wie geht denn dieser Trick? Ich verstehe diesen Trick nicht. So, so, so und so. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ja, also ich muss doch sagen, also der Trampolinpark ist doch nicht so schlecht. Aber ich hätte Mama dann ja Bescheid geben müssen. War jetzt nicht so nett. Ich meine, vielleicht hätte sie sich gefreut. Was meint ihr? Hätte sie sich gefreut, hier hinzukommen? Also, sie kennt sich mit Among Us nicht aus, aber gut, ich sag ja, also, es könnte auch ein komplett anderer Trampolinpark sein. Wenn es halt ein bisschen andere Figuren und eine andere Wand und sowas gibt. Versteht ihr? Ich glaube, ich kann hier reinspringen. Oh Mann, das ist cool. Ist doch gar nicht so schlecht. So, so. So, so, so. Mann! So, so, so. Gut. Geschafft. Und wir kriegen auch immer eine Information, wie viel Hindernisse wir noch haben. Und der Trampolinpark ist doch schon ziemlich voll, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aua! Warum tut das denn so weh auf einmal? Es war gerade so, als hätte ich einen Elektroschock bekommen. War ich wahrscheinlich selber dran schuld. Och Mann! So. Auch schön, 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 schön. Aber ich muss sagen, tatsächlich der schönste Trampolinpark, in dem ich dieses Jahr war, war der Minecraft-Trampolinpark. Was meint ihr, Leute? In welchem Trampolinpark wart ihr denn dieses Jahr? Schreibt es doch in die Kommentare. So. Das haben wir auch. Super. Wow. Achso, ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Also der Boden ist doch gar nicht so... Hey! Hey! Was ist denn jetzt hier los? So, jetzt habe ich es geschafft. Hallo, falsche Richtung. Okay. Das war aber die falsche Richtung. Hier lang. Hey! Hier! Du musst hier lang. Auf diesen XXL-Makarons. Ist das vielleicht das Lieblingsessen von den Astronauten bei Among Us? Hm. Könnte sein. Bin mir aber nicht sicher. So. Ja, doch, das sieht hier schon ganz cool aus. Als ob diese Figur von mir abhaut. Ja, ist vielleicht doch so kein schlechter Trampolinpark. Aber warum muss ich dann alleine hier hin? Und warum wollten die Jungs nicht mit? Und Mama Danja? Ja gut, okay, warum Mama Danja jetzt nicht mit wollte, weiß ich. Sie wusste ja von nichts. Aber, pst,
Ihr habt es mir versprochen. So. Das ist ein schöner Parcours. Ihr müsst einfach nach Among Us Obi suchen und dann werdet ihr das schon finden. Keine Sorge. Es sei denn, ist es auf einmal ein Minecraft-Trampolinpark oder wieder ein Fortnite-Trampolinpark oder doch was ganz anderes. Kann alles sein. Nein, danke. So. Ja, doch. Hat schon einen schönen Flow. Aber man hätte den Boden vielleicht auch mal auswechseln können. Nicht nur die rote Figur, sondern vielleicht auch die anderen. Oh, ich glaube, ich bin schon am Ende des Trampolinparks, Leute. Guck mal. Und jetzt? Hab ich es geschafft? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Okay. Super, Leute. Also ich war jetzt in diesem Among Us Trampolinpark, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu Mama Danja und entschuldigen uns. Okay? So, Leute. Ich bin jetzt wieder in Adopt Me City und ich frage jetzt bei Mama Danja mal nach. Beziehungsweise ich frage nicht nach, sondern ich entschuldige mich. Ich sage ihr die Wahrheit. Es ist so schön in Adopt Me City. Ich liebe es hier. Oh, ich glaube, da ist ein bisschen was los. Hey, Leute. Habt ihr Mama Danja gesehen? Hey, Mama Danja, kannst du mich reinlassen? Oh, warum macht sie denn jetzt sowas? Kann ich hier oben vielleicht rein? Hallo? Dann mache ich jetzt Harry Potter. Mama Danja, hey. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ey, hör auf mich zu klatschen! Mama Danja! Es tut mir leid! Hey! Ja, ich verstehe schon. Ich habe schon verstanden. Ich habe auch noch nicht mal gesagt, warum es mir leid tut. Ja, ich war gerade im Trampolinpark und... Ja, das interessiert dich sowieso nicht. Mama Danja! Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war gerade im Trampolinpark und ich habe dir nicht Bescheid gegeben. Ja, aber ich war im Among Us Trampolinpark. Weil der Wonder Woman Trampolinpark, der... Also, wir wollten ja auch in den und... Also, da bin ich nicht hingegangen. Ich wollte mich nur entschuldigen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und weil der Trampolinpark auch doch nicht so cool war. Nimm's. Ja. Gut, okay. Puh, da haben wir nochmal Glück gehabt. So, und jetzt zocken wir eine richtige Runde Among Us. Leute, macht's gut. Ciao. Hey, Leute. Was geht? Mama Danja hier mit dem einzigartigen... Bibikan, Hallöchen und auch Draco. Bibikan, kannst du dich jetzt mal bitte beeilen? Ja, Mama Danja, ich weiß, dass wir jetzt wirklich in den Trampolinpark wollten, aber... Ja, ich habe irgendwie also, das Gefühl, du hast gar keine Lust. Doch, natürlich habe ich Lust. Hallo? Du bist dran schuld, dass wir noch nicht da waren. Guck mal, Fluffy ist auch ja, da. Ja, Fluffy ist auch schon wieder wach. Fluffy habe ich vorhin hingelegt zum Schlafen. Wollten wir jetzt also, mal... Ja, aber wollen wir nicht erst vielleicht unsere Pets zu Neon-Pets machen und danach gehen wir in den Trampolinpark? Was? Weil ich hab, das ist mein dritter Draco und ich muss dann nur noch einen vierten Draco machen. Kann, also ich glaube, das kriege ich heute noch hin. Vor dem Trampolinpark? Das kriege ich doch noch hin, das ist eine Sache von 10 Minuten. Hast du Angst vor dem Trampolinpark? Nein, habe ich nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, in welchen Trampolinpark wir gehen. Aber warum willst du denn dann nicht dahin? Ja, weil ich erst meinen Neon-Draco haben will. Aber ich soll ein Neon-Dragon werden. Aber du wolltest doch unbedingt in den Trampolinpark. Dafür habe ich doch jetzt meine beste Freundin versetzt. Warum willst du denn jetzt nicht Stimmt. dahin? Du hast recht. Manchmal denke ich, also Leute, bin ich gerade Bibikan oder bin ich gerade eine andere Person? Draco, ihr bleibt hier, ist zu gefährlich. So, los geht's, ab in den Trampolinpark. Aber sowas von, also manchmal bin ich wirklich verrückt. Mama Danja, guck dir das mal an. Da. Boah. Guck mal, die haben hier sogar. Guck mal, hier ist sogar noch Schnee. Ja. Oh, ist das cool. Also, das ist ja so ein richtiger Trampolinpark diesmal. Mhm. Cool, ne? Oh! Okay, komm, ich will hier in dieses Häuschen rein. Let's go.
Boah, ist das cool. Mama Danja, guck mal. Aber warte. Was, worauf? Also, boah, guck mal, man kann hier so richtig coole Spiele machen. Also, ich wäre dafür. Boah, komm, wir gehen da rein und dann springen wir. Mama Danja, warte! Was denn? Guck doch mal, wie cool das ist. Ja, ich weiß. Boing. Das ist wie bei Wipeout. Ich krieg das hin. Mama Danja, ich hätte was. Also, wir sind ja hier im Trampolinpark und man muss so Sterne einsammeln. Sollen wir vielleicht nicht ein Wettrennen machen? Vielleicht. Oh, das hat weh. Wettrennen? Wer als erstes die 14 Sterne eingesammelt hat? Aber wie sehen denn die Sterne aus? Ja, wie Sterne. Ich sehe keine Sterne. Ja, vielleicht musst du sie suchen. Okay, ich finde die Sterne schneller als du. Ciao, okay. Bis gleich. Bis gleich. Und danach können wir in Hide and Seek spielen, okay? Okay. Oh, guck mal, hier ist ein Bällebad. Das ist ja cool. Aber wo sind die Sterne? Und hier sind nochmal richtig große Bälle. Wo sind die Sterne? Kein Stern. Oh, hier ist ein Spongebob. Und hier ist eine Rutsche. Hey, das ist meine Rutsche hier, Mama Danja. Aber hier sind überall keine Sterne. Ich finde welche, keine Sorge. Aber wo sind denn die Sternchen? So, ich gehe jetzt diese Rutsche mal hoch und bestimmt finde ich einen Stern. So. Okay. Was ist denn der Stern? Oh, guck mal, alle haben hier auch so ein Among Us-Kostüm an. Ja, das stimmt. Hätten wir uns auch anziehen können. Ja, ich weiß. Aber ich bin auch so zufrieden. Na, was immerhin. Ist das denn? Also, nö. Hast du schon einen Stern? Hast du einen Stern? Nein. Gibt's hier überhaupt Sterne? Boah, das ist so hoch. Sterne. Boah, das ist auch eine Rutsche. Huch. Also, dann weißt du was? Dann entspannen wir uns einfach hier beim Trampolinpark. Wir entspannen uns? Ja, also wir haben Spaß, besser gesagt. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, also entspannen kannst du dich woanders. Guck dir diese Rutsche an! Guck dir diese Rutsche an! So, auf nach hier oben! Wow! Boah, wie schön Mama Danja, das ich muss schon sagen, Mama Danja, ich muss schon sagen, das ist ein echt cooler Trampolinpark. Ja, finde ich allerdings auch. Muss ich mich mal selber loben. Ich weiß zwar nicht, wo du den gefunden hast, aber der ist echt cool. Mit so Schneemaschinen und so. Oh, ist das cool. Mann, ey. Also ich feier das. Aber Mama Danja? Ja? Können wir vielleicht ein Hide and Seek hier spielen? Ich finde dich hier doch niemals. Ja, aber ich muss dann an einem Ort bleiben. Jetzt, du musst an einem Ort bleiben. Boah, das ist so cool. Ich liebe diesen Trampolinpark. So ein richtiger Trampolinpark. Okay, weißt du was? Wir treffen uns vorne beim Eingang, okay? Ja. So groß ist der jetzt auch nicht. Ich will das alles gar nicht kaufen. Hilfe! Mama Danja, jetzt komm zum Eingang! Ich will das nicht kaufen! Komm zum Eingang! Ich komm zum Eingang. Wo bist du denn? Also irgendwie... Hier willst du mir die ganze Zeit so Kisten verkaufen. Aber ich will diese Kisten gar nicht kaufen. Wo bist du denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Mama Danja, weißt du was? Ich habe hier Spaß im Trampolinpark ohne dich. Du machst immer alles kaputt. Das stimmt. Hey, es war doch keine Absicht. Du machst immer alles kaputt. Nein, ich will doch nur diese Kisten hier nicht kaufen. Hä? Ich will euch nicht. So, wollen wir mal... ich möchte da oben zu dieser Rutsche. Ich muss irgendwie nach da oben kommen. Mama, ich sehe schon. Mama Danja, bist du jetzt wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ja, komm jetzt hier hin. Wohin? Ja, hier vorne! Ich will ein vernünftiges Hide and Seek jetzt spielen. Okay, ich bin unterwegs. Aber hier sind auch so coole Rutschen. Ich finde die Rutschen hier so cool. Warum können wir denn nicht einfach mit den Rutschen rutschen? Ja gut, okay, komm, dann machen wir erst die Rutschen zusammen. Okay, let's go. Ich will hier die ganz Ruhe, komm. Ja, aber wir müssen hier lang! Aber ich war vorhin doch schon mal da oben. Ja, aber wir müssen den richtigen Weg gehen. Was ist denn hier der richtige Weg? Ja, folg mir einfach. Ich bin der Trampolinpark-Experte. Es gibt hier keinen richtigen Weg. Jetzt komm mit! Und vor allem gibt es keinen falschen. Woohoo! Okay. So, hier ist schon mal eine kleine Rutsche. Wollen wir die mitnehmen? Nein. Ich will zu der großen. Wir haben gesagt, wir gehen auf die kleine Rutsche mit. Okay, dann nimm die kleine Rutsche mit. So. Also die ist auch cool.
Siehst du, das war gar nicht der richtige Weg. Oder war es doch der richtige Weg? Das war doch der richtige Weg. Du hast selber gesagt, im Trampolinpark gibt es keinen falschen Weg. Da hast du wohl recht. Ja, also, was machst du mich dann so an? Willst du mich wieder klatschen? Ich stehe doch gar nicht bei dir. Außerdem habe ich dich noch nie geklatscht, Babykan. Oh doch. Nein. Wir haben das doch auf Video. So, haben wir hier eine Rutsche? Ich habe hier was. Was ist das denn? Doch, hier siehst du, das ist der richtige Weg. Hier geht es in den anderen Turm. Ich rutsch jetzt oder soll ich warten, bis du hier bist? Komm, ich warte, bis du oben bist. Ich warte, bis du oben bist, ja? Ja, ja, mach, was du willst. Wie jetzt? Mach, was du willst. Komm. So, komm jetzt. Die hier können wir doch, oder? Oder die andere welche? Ja, komm. Let's go. Los geht's! Woo! Ja! Oh ja! Au! Oh, au! Alle Bart. Ei. Jetzt? Du hast mich voll getroffen. Hab ich gar nicht. Ich bin überhaupt nicht auf die... Bin doch, voll weit neben dir gelandet. Du hast mich mit deinem Bauch getroffen, weil du so zugenommen hast. Hat mich das voll erwischt. So ein Käse und hör mal auf, so frech zu sein. Oh, guck mal. Können wir jetzt ein Hide and Seek mal bitte spielen? Eine Runde. Okay, eine Runde. Ich zähle zuerst. Gut, bis 30. Ja. Eins... Zählst du bitte laut? 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30. Babykan, piep einmal. Piep! Du findest mich nicht. Du wirst mich nicht finden. Ich gebe dir jetzt anderthalb Minuten Zeit, okay? Wo ist er? Wo ist er? Hast du gehört, Mama Danja? Ja, ja, ich habe dich gehört. Ich muss mich konzentrieren. Tja, ich glaube nicht, dass du mich finden wirst. Das ist so ein gutes Versteck, da würde nur ich drauf kommen. Naja. Nur ich. Siehst du übrigens bei den anderthalb Minuten mit Babykan? Ja, ich gucke auf, ich habe eine Uhr dabei. Du hast noch knapp 45 Sekunden. Okay, das ist nicht viel Zeit. Ja, du wirst mich auch nicht finden. Och, Mama Danja. Also was das Hide and Seek angeht, bist du ja nicht so gut, ne? Erzähle doch nicht. Tja. Als ich in deinem Alter war, da war ich die Hide and Seek Königin. Tja, aber das ist auch schon knapp 150 Jahre her. Entschuldigung? Okay, 125. Hallo? Du hast noch 15 Sekunden. Ich glaube, du willst, dass ich dich halt wieder mit nach Hause nehme, oder nicht? Nö, du musst mich ja dafür erstmal finden. Ich hab dich gefunden. Ich hab dich gefunden. Wo? Du liegst da unten bei der Rutsche. Nein, du musst auch zu mir kommen. Warte, ich sehe dich aber. Ich sehe dich, du liegst hier unten bei der Rutsche. Ja, nö, die Zeit ist um. Du hast mich nicht so gefunden. So ein Käse, ich hab dich gesehen. Ja, du warst zu spät. Du warst zu spät. Ich war nicht zu spät. Ich hab dich gefunden. Doch, du warst zu spät. Ich habe dich gefunden. Ja, aber du warst zu spät. So ein Käse. Ich krieg den Punkt. Mit deinem Käse. Ich mag keinen Käse. Weißt du was? Ich zähle jetzt bis 30. Du kannst dich auch verstecken. Los, zähl. Eins. Neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mama Danja, mach mal piep. Piep. Nochmal? Piep. Mama Danja, ich höre dich nicht. Piep. Mach doch mal piep! Piep!
Mama Danja, ich höre dich nicht. Piep, 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 piep. Guckst du auf die Uhr? Natürlich. Wo bist du? Sag ich dir nicht. Mama Danja, ich werde dich finden. Wirst du nicht. Na? Ich hab dich. Ich sehe dich. Tust du nicht? Mama Danja, du kannst ruhig rauskommen. Du siehst mich nicht. Was? Du siehst mich nicht. Oh doch. Nein. Dann komm doch zu mir hin. Nö, hast du bei mir auch nicht gemacht. Ja, wo stehe ich? Auf der Rutsche. Das ist falsch! Wo bist du denn? Das ist nicht fies. Du bist meine Mutter, du darfst nicht vor mir abhauen. Hä? Ich bin ja auch nicht vor dir abgehauen. Du bist doch hier. Hab ich noch Zeit? Stopp, 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 stopp. Zeit ist abgelaufen. Aber wo warst du denn? Sag ich dir nicht. Jetzt sag! Nein. Doch! Nein. Okay, dann musst du mich auch noch eine Runde finden. Ja, ich such dich jetzt nochmal. Soll ich schon loszählen? Ja, kann schon zählen. 1, 2, 3. Neun, 10, 11. Okay, du kannst kommen. Ich habe mich schon versteckt. Wo bist du? Wenn du mich diesmal nicht findest, habe ich gewonnen. Hast du nicht? Doch. Das ist doch total... Okay. Nein. Wenn ich dich diesmal nicht finde, hast du gewonnen. Das ist mein Trampolinpark-Ausflug, also entscheide ich auch, was gemacht wird und wie. Okay. Wenn du mich findest, dann ist unentschieden. Warum ist denn also nein, doch, wenn du mich findest, ist unentschieden. Okay. Ist fair, ne? Sehr, ja. Aber du wirst mich nicht finden. Du hast jetzt 1,5 Minuten Zeit, okay? Ja. Oh, Mama Danja, du wirst mich sowieso nicht finden. Ich hab dich gefunden. Hallöchen. Nein! Hallo, hallo. Wieso? Tut mir leid. Du versteckst. Nein, okay, gut. Okay, ist jetzt unentschieden, aber ich will gewinnen. Wenn ich dich jetzt finde, habe ich gewonnen. Los. Okay. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Das gibt's doch nicht, 25, du schummelst 26. doch! 26, ich hab dich! Okay, komm, ich zähle jetzt ab hier. Okay, jetzt mache ich fair. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich komme. Okay. Du darfst dich nicht mehr bewegen, ne? Ja. Und? Hast du mich schon gefunden? Babykan? Du darfst dich nicht bewegen! Ich beweg mich nicht. Ich hab dich, du bist hier in diesem Trampolinhaus. Aber ich sehe dich nicht. Hä? Ich hab doch gerade hier geguckt von oben, hier warst du doch! War da nicht. Ich hab doch extra geschummelt. Da hast du falsch geschummelt.
Hey, du warst doch hier. Ich war da nicht. Du bist doch durch die Rutsche gegangen, oder nicht? Nein. Doch. Welche Rutsche meinst du denn? Diese blau-weiße. Ja, durch die bin ich durch, aber ich bin nicht in dem Haus da gewesen. Bist du noch in der Rutsche? Nein. Doch. Nein. Doch, du bist hier runtergefallen. Wenn du außerhalb des Trampolinparks bist, das zählt nicht. Ich bin nicht außerhalb des Trampolinparks. Ja, okay, ist unentschieden, ist okay, komm. Ist unentschieden, ist unentschieden, oder? Ist in Ordnung, Mama Danja. Das ist okay. Hast du gar nicht so schlecht gemacht. Wo warst du denn? Ich war hier hinter dem Labyrinth. Ja, aber da habe ich doch geguckt. Hast du nicht? Doch, dann habe ich dich gefunden. Also habe ich doch noch gewonnen. Du hast da nicht geguckt. Ich stand doch. Nicht da. Warte! Ich stand hier da hinten. Aber Baby Khan, das ist unentschieden. Du hast total... Nein, ich hab ja gewonnen. Ist okay, komm. Ich habe gewonnen, Leute. wir waren hier im Trampolinpark, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn Mama Danja verloren hat und eine schlechte Verliererin ist. Es ist wirklich traurig, wenn man verliert gegen einen so grandiosen Versteck. Ja, ich weiß. Kannst du das doch mal in die Kamera sagen? Ich habe einfach so fürchterlich verloren gegen dich, weil du so ein toller Versteckspieler bist. Ja, ich weiß. Leute, also solltet ihr mit mir nicht Verstecken spielen, weil ich gewinne immer. Macht's gut, ciao! Ciao! Hey Leute! Was geht? Mama Danja hier mit dem sehr, sehr klugen Baby Khan. Naja, wie geht's dir, hey. Baby Khan? Alles klar? Ja, mir geht's gut, aber ich habe heute auch ganz viel zu tun mit Sunny wieder. Oh, also du hast ganz viel zu tun? Ich habe eigentlich für nichts Zeit heute, muss ich sagen. Also falls du mir irgendwelche Aufgaben oder so geben möchtest, ich habe heute für nichts Zeit. Schade, das ist ja wirklich schade. Wieso? Baby Khan, ich wollte unbedingt in den Trampolinpark fahren. Das ist so ein alter Zoo, aber ich verstehe das natürlich, wenn du viel zu beschäftigt bist. Du, warte, ich bekomme gerade einen Anruf. Ja? Okay. Wirklich? Sicher? Ich kann auch gerne helfen. Gut, okay. Mama Danja, weißt du, was Verrücktes gerade passiert ist? Ich habe einen Anruf bekommen, dass heute alles ausgefallen ist, was ich mir vornehmen wollte. Und Sunny geht's auch heute nicht so gut. Also Sunny möchte jetzt eigentlich nur noch was trinken und dann auch direkt schlafen. Sunny, du wirst danach schlafen. Jetzt ist mir egal. Du kannst nicht mit denen in den Trampolinpark. Beim nächsten Mal, okay? Ja, genau. Also Sunny möchte jetzt zu Hause bleiben und schlafen. Ja. Und, aber das ist auch gar kein Problem. Guck mal, Baby Khan, ich kann ja auch hier zum Beispiel noch... die Treppe noch ein bisschen breiter bauen. Nein, heute. Nein, also Mama Danja, also... Ich kann mich schon anders beschäftigen. Du musst Mama jetzt Danja, nicht ich will hier alle Termine absagen. Mama ich Danja, verstehe ich das will in diesen Trampolinpark. Und wenn das aber ein alter Zoo ist, der jetzt ein Trampolinpark ist, noch besser geht's gar nicht. Mama Danja. Aber ich dachte, du hast so viel zu tun. Das wurde doch alles... Okay, Mama Danja, du möchtest die Wahrheit hören? Ja. Sonst gehen wir nicht in den Wahrheit, Trampolinpark. Okay? Mhm. Normalerweise sollte ich heute eine neue Schule aufbauen in der Dot Me City, aber die Baustelle kann heute einfach nicht geöffnet werden. So, und das ist der wahre Grund. Können wir jetzt mal bitte zum Trampolinpark fahren? Leute, die Baustelle hat Leute, ich brauche mindestens 100 Kommentare heute. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so viele Kommentare fahre, aber es geht nicht an. Ich brauche 100 Kommentare, wo ihr schreibt, dass Mama Danja mich bitte in den Trampolinpark mitnehmen soll. Einfach Mama Danja, bitte Baby Khan mitnehmen. So, fertig. Guck, Mama Danja, die Leute sagen das auch schon. Können wir jetzt mit? Oh Mama Danja, willst du es jetzt wirklich hören? Aber guck mal, ich könnte doch hier auch das alles Mama Danja, gut, bauen. Okay, es tut mir leid. Ich habe gelogen, ich habe heute nichts vor. Ich wollte einfach nur keine Aufgaben machen. Und dementsprechend hoffe ich jetzt trotzdem, dass wir in diesen Trampolinpark gehen können. In den Zoo-Trampolinpark. Natürlich, ich wollte das nur von dir hören. So, okay, Sunny, du bist da mit Fluffy zu Hause, okay? So, Fluffy muss noch schnell baden gehen. So, wir sehen uns dann heute Abend. Tschüss, wenn was ist, meldet euch. Ich bin schon mal im Auto. Oh Mann, es geht in einen Trampolinpark. Bis gleich. Passt auf euch auf, falls irgendwas los ist, dann ruft mich bitte an, ja? Oder ruft Oma Olivia an oder Tante Tanja. Egal wen. Nein, bloß nicht. So, komm, Bibika, wir fahren gleich. Ich bin schon unten. Ich bin auch gleich da. So. Let's go! Bis gleich! Oh, Mama Danja, guck dir das mal an! Schon ziemlich cool, oder? Ja, wo hast du den gefunden? Ja. War das früher ein Zoo? Das war früher ein Zoo und jetzt ist es ein Trampolinpark. Okay, Zack. Also Zack sieht ein bisschen komisch aus. Also okay, ich das ist aber nur ein Spiel, oder?
Das werden wir gleich sehen. Ja, also sag mal, die Tiere hier draußen sind. Also ich hoffe mal nicht, weil sonst... Wäre ja schon ein bisschen crazy. Ja gut, vielleicht finden wir dann deine Cousins und Cousinen, die Nilpferde. Das war ein Spaß. Du weißt aber schon, dass du dich damit selber auch bist, ja? Meine Familie ist deine Familie, Bibika. Stimmt. Ja, nein, ich wurde adoptiert. Ich komme von den Löwen. Ja, trotzdem ist es auch deine Familie. Los jetzt, komm, Mama Danja. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Komm ja schon. Du bist immer so langsam. Ich bin halt alt. Ja, und ein Nilpferd. Ein Nilpferd. Was für Geräusche macht ein Nilpferd eigentlich? Nein, das stimmt nicht. Nilpferd macht so Geräusche, wie du sprichst. Nein, so, glaube ich so. Ja, genau, ein Nilpferd übergibt sich. Ja, machen wir dann, ja, genau. Boah, glaub, guck mal, guck mal! Ein Trampolinpark mit einem Aquarium, wie cool! Ui. Boah, Mama Danja, das ist wirklich ein super Trampolinpark, muss ich sagen. Meinst du, die haben die Haie wieder wieder ins Meer? Also, ich finde, dass sie jetzt Haie sind. Ich hoffe mal nicht, aber ich glaube, das ist alles nur so, das sind, glaube ich, alles nur so holographische Sachen. Ich glaube, die sind nicht echt. Hoffe ich mal. Hopps. Weil zu den Haien möchte ich nicht. Ich mag Haie, aber mit denen schwimmen möchte ich jetzt noch nicht. Noch nicht? So, oh, das ist aber richtig cool hier. Oh, guck mal, da ist ein Wal. Oh, der ist ja fast so groß wie Mama Danja. Zumindest ist der Bauch. Der ist fast so groß wie du. Also du siehst schon, ich habe Spaß. Oh, oh, Mama Danja, guck mal, wo es jetzt reingeht. Ey, hey! Das hat weh. Falsche Richtung. Oh, ups. Wundert mich das? Nein, ein Nilpferd läuft immer in die falsche Richtung. Das heißt Flusspferd. Boah, guck mal, man kann schwimmen! Oh mein Gott! Das ist so cool! Jetzt, oh oh, jetzt schwimme ich doch mit dem weißen Hai. Hallo! Oh, hier sind sogar ganz viele. Ich glaube, ich darf die nicht berühren. Das glaube ich auch. Oh, Danja, du solltest die weißen Haie lieber nicht berühren. Das glaube ich auch, aber wir müssen einen Schatz finden. Ich glaube, das Nilpferd ist auf dem Speiseplan vom Hai. Ich glaube nicht. Sorry, das Flusspferd. Ich glaube, Mama Danja, haben wir es geschafft? Nein, wir müssen immer noch weiter schwimmen. Was sind das? Aber weißt du, was ich dazu sage, Baby Khan? Was? Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und hier ist noch eine Schatztruhe. Ja, jetzt hast du es geschafft. Oh, und wo sind wir jetzt? Beim Panda? Ich liebe Pandas. Sie sehen aus wie ich. Mama Danja, das stimmt nicht. Doch. Aber ich muss schon sagen, der Trampolinpark ist echt cool. Knuddelig. Also ich muss schon sagen, der Trampolinpark ist wirklich cool. Ja, ist er auch. Ich weiß. Ich wollte auch unbedingt heute mit dir hier hin. Was ist denn das jetzt hier? Das sieht richtig cool aus, Leute. So. Ja, gefällt mir. Ich mag Pandas. Oh, ich glaube, hier ist... Wir sind doch Affen, oder? Wo bist du denn? In so einem Gehege. Ja, kann sein. So, jetzt kommt ein Labyrinth. Komm, wir müssen durch das Labyrinth, Mama Danja. Ja, jetzt warte doch mal auf die alte Frau. Hallöchen. Hallo. Oh, ich kann mein eigenes Shark Pet bekommen. Das ist ja süß. Hier lang. Meinst du das? Okay, dann müssen wir uns jetzt aber auch immer... ich kenne eine Abkürzung. Du kennst keine Abkürzung, Bibikan. Oh, oh. Ja, alles wegen dir. Ich wollte nicht da lang. Ich wollte hier lang. Du wolltest hier lang? Ja, weil ich eine Abkürzung kenne. Ja, gut. Okay, falsche Abkürzung. Das war keine Abkürzung. Doch, hier, siehst du? Oh,
Ja, hier ist eine Abkürzung. Okay. Ich will da rein. Ja, aber da musst du zahlen. Mama Danja! Oh. Boah, ja? hier sind Dinosaurier! Das sind Krokodile, das sind keine Dinosaurier. Ach so, die sind ja gar nicht so gefährlich. Also Krokodile wären schon... Wären aber das schon sind keine echten, glaube ich. Nein, das sind doch keine echten. Wie gesagt, den Zoo gibt es nicht mehr. Boah, guck mal. Der Rücken von denen ist so groß Baum. Wie Mama Danjas Bauch. Gigantisch! Dieser blöde Baum. Was? Wegen diesem blöden Baum. So. Krokodile. Warte, ich will noch ein Foto machen. Oh Gott. Was ist noch ein Selfie oder was? Ich wollte jetzt... Komm, Baby Khan, wir machen zusammen ein Foto. Wo bist Nein! du denn? Nein! Ich will kein Foto mit dir. Baby Khan, natürlich willst du ein Foto mit mir. Wo bist du denn? Ich bin wieder vorne. Wo bist denn vorne? Mama Danja, jetzt habt doch einfach nur Spaß in diesem Trampolinpark. Aber ich wollte jetzt ein Foto machen. Leute, könnt ihr bitte einmal... Ja, warte, ich bin gleich da. Sagte er und kam nie vorbei. Och, das ist eine Kletterwand. Ja. Ich liebe diesen Trampolinpark. So, komm, Babykahn, wir machen jetzt hier ein Foto in der Höhle. Komm, stell dich neben mich. Guck mal, ich bin so groß wie Mama Danja. Klick, klick. Okay, sehr gut. Oh, Mama Danja, hier sind, glaube ich, Spinnen und so. Ja, dann fall da vielleicht nicht rein. Die Fledermäuse sind das. Ach, siehst du, da hätte ich doch Bruce mitnehmen können. Ach, ja, siehst du. Oh, wir sind wieder im Wasser. Oh, ich liebe diesen Trampolinpark. Was sind das denn für Tiere? Whoop. Ein Yeti! Ein Yeti? Oh mein Gott, ein Yeti! Es ist kein Yeti, das ist eine Robbe. Zwei Robben, um genau zu sein. Bist du dir sicher? Ich glaube, guck mal! Robben, das sind doch Pinguine. Wo? Hier? Nein, also, hier. Das hier sind Murmeltiere. Hier! Das sind Pinguine, das ist richtig. Wir müssen jetzt durch das Eiswasser, Mama Danja. Kalt. Oh! Kalt. Hier sind Quallen. Kalt. Quallenfischen? Wer lebt in der Ananas ganz tief im Meer? Spongebob, Schwammkopf. Saugstark und gelb. Und hohl. Das war er. Spongebob, Schwammkopf. Wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn euch steht. SpongeBob, Schwammkopf! Dann schwingt euch ein Deck und kommt ja nicht zu spät. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob. Schwammkopf. Claudio hat gerade mitgesungen. Finde ich gut, dass Baby Claudio mit... Wo ist er eigentlich? Der ist gerade auf Klo. Okay. Hast du ihn angerufen? Hey, wo muss man denn da lang? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, wir müssen nach oben, Mama Danja. Nach oben? Ich glaube nicht, dass wir nach oben müssen. Nein, wir müssen hier lang. Ich glaube, jetzt sind wir... Jetzt sind wir, glaube ich, bei den Affen. Oder was ist das hier? Ich glaube... Nee, das sind keine Affen. Wie kann das sind keine... Oder? Also es sind auf jeden Fall mal Bananen. Was sind? Ah doch, da oben sind sie. Ja, siehst du doch. Ich glaub, das Affen ist, sollen eigentlich gar keine Bananen essen. Das ist das Affengehege, ne? Ja. Warum sollen denn Affen keine Bananen kann ich essen? Kann ich dich direkt... Hallo! Hier lassen. So. Weil da zu viel Zucker drin ist, Babykahn. Ich weiß, das sagst das du mir auch immer. Ist hier neu. Was ist das hier jetzt? Oh. Oh, oh, hier sind Gorillas. Oh, oh, ich glaube, die wollen uns auch angreifen. Nein! Oh, Babykahn, geh weg, schnell! Ah! Babykahn! Aua! Das war fies. Wofür brauche ich denn den Schlüssel? Hier eigentlich für die Tür. So, ich hab's geschafft.
Ja, könnt ihr jetzt mal weiter? Ich wollte doch nur gucken, ob du da bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Mann, ey. Ich wurde gerade fast von einem Gorilla umgebracht. Ja, ich weiß. Ich habe ihn dafür danach auch ganz schön verprügelt dafür. Schön. Aber ist doch klar, dass ein Nilpferd gegen ein Gorilla gewinnt. Plus Pferd! Was ist denn der Unterschied zu einem Nilpferd? Das heißt einfach Flusspferd. Man sagt nicht Nilpferd. Was ist denn? Warum sagt man nicht Nilpferd? Weil das so ist. Ja, warum sagt man das denn nicht? Das sagt man nicht, weil die im Fluss leben und nicht nur im Nil. Mama, Daniel, weißt du, dass du manchmal ein bisschen anstrengend bist? Ach, Bibikan. Ich frage dich mal so, ist es verboten, das zu sagen? Naja, schon ziemlich, ja, weil es einfach falsch ist. Hä? Es ist einfach falsch. Es ist einfach ein falscher Begriff, den alle Leute benutzen. Nur weil sie es nicht besser wissen, aber es heißt Flusspferd. Aber meinst du damit falsch schlimm oder falsch nur dumm? Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand dumm ist, aber benutzen sollte man trotzdem lieber Flusspferd. Gut, dann bist du halt ein Flusspferd. So, guck, und jetzt bin ich hier auch schon bei den Flusspferden. Ich fühle mich wie bei Super Mario. Guck mal, wie toll die aussehen. Oder du sagst es halt, wie es im Englischen ist, Hippo. Nein, ich sag Nilpferd. Oh, guck mal. Guck mal, Daniel. War das nicht Onkel Alex? Ich meine auch, dass ich deine Zwillingsschwester. Gar nicht, darüber lustig machen. Ich meine auch, dass ich deine Zwillingsschwester da gesehen habe. Schon! Ich meine, dass ich deine Zwillingsschwester gesehen habe. Aber ihr benutzt eine andere Creme, sehe ich gerade. Deine Haut ist immer so trocken. Oh mein Gott, Mama Daniel, das sind Tiger! Geht da schnell vorbei und spring auf sie drauf. Draufspringen, Babykan. Lass dich nicht verirren. Ah! Ist gut, weil du. Los, friss sie! Oh, schade, okay, du bist doch noch am Leben. Hast du gerade gesagt, friss sie? Ja, aber du sie. Werf dich gleich da wieder rein. Oh, ich liebe diesen. Ja, aber das ist doch nichts Echtes. Ich liebe diesen Trampolinpark. Also, die Spinnen hier finde ich ja schon ziemlich cute. Nein! Was? Und der ist auch ziemlich groß, ne? Ja. Ein langer Mann! Trampolin. Mann! Oh, Mama Tanja! Was ist denn? Wo? Warum sterbe ich hier immer? Och, Mann! Wo stirbst du denn immer? Bei dem Spinnennetz. Welches Spinnennetz? Hier bei den... Oh. Jetzt, ich hab's jetzt erst geschafft. Oh nein, bin ich blöd? Warum bin ich denn die ganze Zeit runtergesprungen? Ich bin so blöd. Ich bin die ganze Zeit nach hinten gesprungen, Mama Danja. Wie jetzt? Du bist die ganze Zeit nach hinten gesprungen. Ich bin so blöd. Da merkt man, dass ich aus Mama Danjas Familie bin. Warum? Ja, weil ich mich gerade so bewegt habe wie eine Flusspferd oder Nilpferd oder Hippo. Flusspferd heißt es. Es heißt Flusspferd. Aber wieso? Das möchte ich jetzt, dass du mir das erklärst. Weil das Flusspferd heißt. Weil die nicht nur im Nil leben, sondern in Flüssen. Ja, aber ist das denn schlimm? Ja, es ist schon schlimm. Weil es einfach die falsche Begrifflichkeit ist. Aber kriege ich dafür jetzt Ärger? Ja. Aber wieso? Weil es falsch ist. Na toll, wenn ich sage, oh, du siehst heute gut aus, dann ist das auch immer falsch. Trotzdem sage ich das immer zu dir. Du sagst es nie zu mir, Babykan. Ja, da weißt du auch wieso, weil ich nicht lügen möchte. Ja, aber warum erzählst du dir das dann jetzt hier falsch? So, wir machen ein Rennen. Ja, toll, du bist ja vor mir losgefahren. Ja, ich weiß. Du schaffst es, Babykan. Ich glaube, du gewinnst. Oh oh, ein Wasserfall. No! Boah, ist das cool! Huch, ich häng fest. Eieiei. Okay. Das ist ja richtig cool. Also Leute, dieser Trampolinpark ist ziemlich cool.
Ich habe ihn mal unten reingepackt in die Beschreibung. Also ich muss auch sagen, der ist ja wirklich ganz hervorragend. Wer hat den denn nur ausgesucht? Ja, Mama Danja, da hast du mal was Gutes gemacht. Aber gut. Oder? Flusspferde kennen sich ja auch aus mit, ne? Immerhin hast du Flusspferde gesagt. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Boah, das ist richtig cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Jumanji. Ja. Ja, okay. Ich hoffe nicht, dass das hier so ist wie bei Jumanji. Warum hast du überhaupt, warum kennst du den Film Jumanji? Warum denn nicht? Wie alt bist du? Alt genug. Oder das ist so wie Uncharted. Woher kennst du Uncharted? Baby Khan? Habe ich letztens bei einem Freund gespielt. Bei welchem Freund? Vielleicht Baby Claudio. Mit dem habe ich ein Hündchen zu rupfen. Warum denn? Das ist doch nicht schlimm. Baby Khan? Bist du zu jung für diese Spiele? Das sagt wer? Ich, deine Mutter, deine erziehungsberechtigte Person. Die einzige Person, deren Meinung in der Sache wichtig ist. Ich verstehe hier gerade das gar nicht. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade über diese Brücke gesprungen und jetzt sind hier so drei Abflusskanäle. Ja, du musst in die Mitte reinschwimmen. So. Du musst einfach in die Mitte schwimmen. Ah ja, ich hab's gefunden. Oh, oh, Schildkröten. So, die sind ja wirklich süß. So, ich bin jetzt raus. So. Oh, ein Speedrun. Noch einer? Mhm. Und zwar hier am Nordpol. Oh mein Gott, das ist ja voll schwer. Ja, Baby Khan. Geschenkt wird dir hier nichts. So. Also ich muss schon sagen. Ich hab voll die Probleme. Och Mann. Oh nein, hier müssen irgendwo Bären sein. Oh oh. Ja, da ist ein Bär. Ah! Noch ein Bär! Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Hallo! Ah, noch ein Bär! Aua! Zwei Bären! Der hat mich ja direkt erwischt. Der Bär? Ja. Mich nicht. Ist der echt? Nein, ne? Es tat auch gar nicht weh. Boah, ist das ein riesengroßer Trampolinpark. Ah, drei Stück! Was? Drei Stück waren jetzt hinter mir her. Ja, hinter mir auch. Da ist einiges los, so. Aber ich glaube, wir sind gleich raus. Aber wir können ja noch ein bisschen später noch bleiben in diesem Trampolinpark. Security-Bunker? Weil ich will noch meine Pommes essen. Ja, ist okay. Und meine Tortilla-Chips. Okay. Mit ganz viel Salsa-Soße. Okay. Und ganz scharf. Okay. Damit ich am Abend wieder den ganzen Abend auf Klo bin. Okay. Und du dann sauber machen kannst. Okay. Okay, ich muss sauber machen, ehrlicherweise. Aber gut. Oh. Jetzt schon wieder alles zu. Okay. Upp. Oh Mann, wo sind wir denn jetzt? Ups, ein Speedrun. Eieieiei. Ups. Autsch. Oh Mann, also das ist jetzt hier wirklich schwierig, ne? Och nein! Schade! Vorher. Schade! Oh, hier ist. Achso, der ist die ganze Zeit am Schlafen hier. Wer ist da am Schlafen? Ja, jetzt weiß ich, was für eine Geschichte das hier war. Was war das für eine Geschichte? Ja, also der ist die ganze Zeit am Schlafen gewesen. Wer denn? Der von der Sicherheit. Wir haben es geschafft, Mama Danja. Guck mal, hier ja, sind Giraffen. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Ich muss immer noch durch diesen blöden Speedrun hier und ich schaffe den einfach nicht. Ach, das ist doch ein Käse.
Okay, jetzt habe ich ihn geschafft. Oh, guck mal, die Kirschblütenbäume, so schön. Ja, ich weiß, aber Mama Danja, danke, dass du mich in diesen, Trampolinpark gebracht hast. Ja, gerne, gerne, Baby Khan. Guck mal, ich komme jetzt von oben gesprungen. Von wo? Ui! So, Leute, so. Das war's mal wieder. Ein toller Trampolinpark. Ja, wir gehen jetzt noch Nachos essen. Ja, der Trampolinpark ist auch in der Beschreibung ganz oben. Und dann viel Spaß. Ciao. Tschüss.